Kaltschweißen, das hört sich immer so unglaublich an. Wir schmelzen Metall auf und können das Ganze im nächsten Moment anfassen, weil wir so wenig Wärme in dieses Bauteil reingebracht haben. Das ist 0,8 mm Edelstahlblech. Da setze ich hier so einen Spotpunkt, so einen Cold Welding Punkt und kann das Ganze hinterher problemlos anfassen. Und ich bin nicht sonderlich abgehärtet. Und das Beste daran, das ist so eine einfache Technik, das kriegt jeder Einsteiger nach wenigen Minuten hin. Und wenn man möchte, kann man natürlich nicht nur einen Punkt setzen, sondern kann einen Punkt nach dem anderen setzen und kann damit selbst extrem dünne Materialien problemlos zusammensetzen. Aber mit so einer Cold Welding Funktion ist noch viel, viel mehr möglich. Es gibt nur ein riesengroßes Problem. Die meisten älteren Schweißgeräte haben so eine Funktion nicht. Und da gibt es diese wunderschöne Amazon-Box hier. Die werden wir heute zusammen ausprobieren. Die haben mir mehrere Zuschauer empfohlen. Und damit ist wirklich Unglaubliches möglich. Damit kann man ein altes WIG-Schweißgerät zu einem modernen High-End-Schweißgerät umfunktionieren. Und das Ganze funktioniert wirklich kinderleicht. Und die Möglichkeiten sind wirklich gigantisch. Und wir bleiben noch mal ganz kurz bei den Möglichkeiten. Das heißt, du hast keine Lust, dein Rohr zu entgraten, dann nimm doch einfach diese Spot-Funktion. Du gehst einmal hier in Ruhe schön rum, bringst sehr wenig Wärme in dieses Rohr rein, hast oben so eine richtig schöne Abrundung. Das sieht gerade für dekorative Elemente unglaublich gut aus. Das Ganze funktioniert aber auch nicht nur bei sehr dünnen Materialien. Ich habe hier 6 mm und 3 mm. Das verbinde ich ganz einfach mal mit einem Spotpunkt. Der ist auch wieder wirklich extrem kalt. Und jetzt kann ich hier einen Punkt nach dem anderen setzen und kann das Ganze wirklich auch vernünftig miteinander verbinden. Das wird nie so eine Festigkeit haben, wie als wenn man es wirklich komplett geschweißt hat. Gerade bei dickeren Materialien muss man sich bewusst sein. Aber die Festigkeit reicht für die meisten Anwendungen mehr als aus. Wenn ich das Ganze hier beidseitig gleich verspottet habe, dann habe ich hier wirklich eine immense Festigkeit und müsste da schon mit der Trennscheibe rangehen, beziehungsweise ganz massiv mit dem Hammer rangehen. Also für die meisten Sachen reicht das. Ich verspotte das hier. Naht sieht unglaublich gut aus und ich kann das Bauteil auch wieder direkt nach diesem Spotten anfassen. Wenn du das geschweißt hättest, dann wäre das natürlich in der Form nicht möglich. Und wenn man sich die Naht anguckt, das ist, wie gesagt, sieht richtig gut aus, richtig schöne Anlauffarben, selbst beim Stahl. Und es ist ja auch keine aufwendige Düse. Und die Rückseite kann ich natürlich auch noch verspotten. Und dann habe ich eine sehr, sehr gute Festigkeit. Und das, wie gesagt, mit der einfachen Technik. Jetzt möchte ich hier noch eine Mutter anschweißen, ist auch kein Problem. Das ist eine Flanschmutter und die spotte ich hier einfach an. Erstmal nur mit einem Punkt, dann kann man das Ganze noch mal ein bisschen richten, mit dem Hammer noch mal leicht einen drauf geben, dass es plan aufliegt. Guckt euch den Punkt an, wie der allein schon aussieht. Und jetzt gibt es einen Punkt nach dem anderen. Und dann hat man eine bildschöne Naht um diese Mutter. Diese Mutter ist wirklich dann richtig gut angeschweißt. Und das Beste ist, ich kann das ganze Bauteil, an dem ich jetzt in kürzester Zeit diese beiden Schweißnähte ausgeführt habe, ganz einfach in der Hand nehmen, mit dünnen Handschuhen. So wenig Wärme ist jetzt hier drin. Und kann euch zeigen, von wegen, dass das Gewinde natürlich hundertprozentig intakt geblieben ist. Das ist eine Spot-Funktion. Das sind nur einige von wenigen Möglichkeiten, was man mit einer modernen Spot-Funktion mit Cold Welding oder Kaltschweißen machen kann. Und das möchte natürlich jeder haben und dafür gibt es diese geniale Box und die erkläre ich euch jetzt. Und die Geschichte ist im Prinzip sehr einfach. Du hast ein modernes WIG-Schweißgerät, dann hast du wahrscheinlich diese Spot-Funktion. Aber eine Generation vorher, vor den Geräten, hatte diese Funktion noch nicht. Und was willst du jetzt machen? Dir jedes Mal ein neues Gerät kaufen, ist natürlich Schwachsinn. Und da kann man ganz einfach diese Box nachrüsten und dann hat man zum Beispiel hier ein älteres Gerät oder eine SuperTIG 200 oder und kann ganz einfach so eine Spot-Funktion nachrüsten und das funktioniert unglaublich gut. Ich habe hier alle Aufnahmen eben mit einem älteren WE201 gemacht, auch noch ein schönes WIG-Gerät, reicht vollkommen, hat halt noch nicht diese Spot-Funktion und mit diesem Kasten habe ich die innerhalb einer Minute nachgerüstet. Das heißt, im Prinzip ist das ein ganz einfaches Vorschaltgerät. Damit kann man innerhalb von nicht mal einer Minute aus einem normalen alten WIG-Schweißgerät ein WIG-Schweißgerät machen mit einer High-End-Spot-Funktion, Cold-Welding-Funktion, die man wirklich bis eine Millisekunde runterregulieren kann, mit tollen Möglichkeiten. Das Ganze lässt sich einfach bedienen und scheint in der Praxis wirklich auch sehr gut zu funktionieren. Ich habe jetzt hier mehrere Stunden mit rumgespielt, hat sehr gut funktioniert. Und ich habe zwei Zuschauer, die verwenden das Gerät schon seit längeren und sind damit auch sehr, sehr zufrieden.
Installation von so einer Box ist jetzt eine ganz einfache Sache. Ich brauche in der Regel hier nichts umlöten, nichts anpassen. Ist man wirklich nach einer Minute fertig. Ich habe hier ein Kabel im Lieferumfang. Das hat einen kleinen Stecker, der kommt hier hinten rein. Hier kommt mein Schlauchpaket rein. Es ist ein zweipoliger Anschluss. Und hier am Schweißgerät kommt wieder das Kabel, das im Lieferumfang ist, rein. Das ist auch wieder ein zweipoliger Anschluss. Wenn ich natürlich ein anderes System habe, fünfpolig, siebenpolig, dann muss ich da natürlich nachbessern. Muss ich mir solche Stecker kaufen, die kosten wirklich auch nicht sonderlich viel und muss das Ganze umlöten. Aber in der Regel, wenn ich so ein zweipoliges Gerät habe, und das sind ja die einfachen Geräte meistens, kann ich sowas innerhalb weniger Sekunden hier anschließen. Jetzt habe ich das Gerät hier eingestellt auf Point und dann kann ich hier ganz einfach eine Zeit einstellen, wie lange dieser Spot ist. Und wenn ich jetzt wieder ganz normal Wick schweißen will, dann bräuchte ich hier einfach nur auf Tick drücken. Dann könnte ich ganz normal wegschweißen, braucht das Gerät also nicht jedes Mal irgendwie abbauen oder dergleichen. Jetzt drücke ich hier hinten drauf auf meinen Anschalter. Und am Schweißgerät muss ich jetzt für die Spot-Funktion einfach nur einstellen, Zweitakt. Und ich habe hier eine komplette Schweißrampe. Und diese komplette Schweißrampe ist jetzt auf Null. Das Einzige, was ich drin lasse, konsequenterweise, ist natürlich eine Gasnachströmzeit. Habe ich jetzt hier mal 3 Sekunden. Wenn ich das jetzt ausprobiere, ich habe also 109 Ampere eingestellt und hier 57 Millisekunden, also ein ganz, ganz kurzer Spot. Das Ganze funktioniert. Ganz kleine Punkte und es funktioniert. Innerhalb von 2 Minuten installiert. Im Lieferumfang ist jetzt nicht nur das Gerät, hier sind auch kleine Düsen dabei. Die sehen wirklich sehr interessant aus. Ich konnte die aber an keinem meiner Schlauchpakete anschließen. Ich habe so viele Düsensysteme, nirgendwo passen die. Hier ist noch ein Adapter dabei, das heißt, es ist kein normaler EU-Stecker dran. Und dafür ist ein Adapter dabei. Und ich habe hier im Lieferumfang noch einen Fußschalter, den kann man mitbestellen. Man kann es aber auch ohne bestellen, dann geht das Ganze normal in eine Steckdose. Ist also von der Anwendung extrem einfach und die Möglichkeiten und die Benutzung, das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Das Gerät an sich mal in Kurzform erklärt. Das heißt, wenn ich das installiert habe, kann ich hier immer wieder auf Wick drücken und kann mit meinem Gerät ganz normal schweißen. Das Gerät bietet hier vorne die Möglichkeit, ich bin hier im Modus Time, die Möglichkeit, einen ganz einfachen Punkt zu setzen. Das heißt, wenn ich das einschalte, kann ich hier die Zeit wählen und dann habe ich die Leistung am Schweißgerät eingestellt und so kann ich dann halt einen Spot setzen. Das ist Funktion Nummer 1. Funktion Nummer 2 ist dann halt, dass ich eine Linie mache, das heißt einen Spot nach dem anderen, kann ich hier die Zeit des Spots einstellen und hier dann die Zwischenzeit. Das ist hier 198 Millisekunden, hier 736 Millisekunden. Ich kann dann hier hinten auf Zweitakt sein, das heißt mit Zweitakt, solange ich gedrückt halte, oder Viertakt, dann kann ich sogar loslassen und solange, bis ich wieder drauf drücke, spottet das Gerät. Das sind die ganz normalen Möglichkeiten. Hier habe ich noch eine Möglichkeit zum Abspeichern und ich kann hier von Time auf Frequenz umstellen. Das finde ich aber ein bisschen verwirrend, also das ist jetzt nicht meins. Also ganz einfach hier vorne einstellbar, hat man tolle Möglichkeiten, funktioniert in der Form bei mir alles gut. Ich habe es jetzt ausprobiert und wie gesagt, ich kenne jemanden, der hat das Gerät schon länger und der ist da auch wirklich sehr von angetan. Ich habe einen ganzen Nachmittag mit diesem Gerät rumgespielt, habe hier viele Muster. Ich blende hier noch mal ein bisschen was ein, was ich damit gespottet habe. Sehr dünnes Material, aber auch durchaus dickeres Material. Geländerrohre ganz einfach mal zusammengespottet, vorne einen Deckel dran gespottet. Also es funktioniert einfach. Man muss von den Millisekunden immer etwas höher gehen als an meinen anderen Geräten. Ich denke mal, da gibt es immer so eine kleine Verzögerung, dass dieses Gerät da vorgeschaltet ist. Das ist aber das Einzige, was ich wirklich negativ sagen kann und dass die Düsen halt bei mir nirgendwo passen. Aber im Prinzip ein sehr schönes Gerät. Ich finde das toll, wenn man sein altes Gerät wirklich so aufrüsten kann mit einer überschaubaren Investition. Ich verlinke das Gerät natürlich auch hier unter und dann da diese modernen Möglichkeiten hat. Hier hat man sogar noch mehr Möglichkeiten als bei den meisten normalen Wick-Schweißgeräten, weil man halt auch noch zum Beispiel den Puls zuschalten kann und dergleichen. Also gibt es viele tolle Spielereien, viele tolle Möglichkeiten. Man muss aber auch ganz klar sagen, das werden auch wieder Kommentare hier unter sein, dass es solche Geräte auch als Bastellösung gibt. Aber da ist immer viel, wird gesagt, von wegen ist alles kein Problem, bastle ich dir in 5 Minuten oder so. Bei mir war mal ein älterer Herr, der hat so eine schöne Lösung mitgebracht, aber auch nicht mit den Möglichkeiten.
Und am Ende des Tages mussten wir aber auch sehen, wenn man sich das selber baut, die Teile alles kauft, dann ist es auch nicht günstiger und nicht jeder ist Elektrotechniker, dass er sowas auch problemlos umsetzen kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe solche Geräte schon mal vorgestellt und da war es auch ein Problem mit der Umsetzung und das ist hier halt deutlich einfacher. Gerät Nummer 1, das ich schon mal vorgestellt habe, das kam direkt aus China. Das war relativ teuer, wenn man es sich besorgt hat aus China. Da war man ungefähr 250 Euro los. Das ist dann auch ein bisschen sehr viel. Und man hat halt in China keinen Ansprechpartner, keine Gewährleistung. Das Gerät kommt hier von Amazon. Wenn es da die nächsten 2 Jahre Probleme gibt, kann man das einfach halt wieder sich beschweren und zurückgeben. Und Gerät Nummer 2, was ich schon mal vorgestellt habe, hat leider längerfristig bei vielen Probleme gemacht. Da musste man die Stecker selber löten. Das haben viele schon nicht hinbekommen. Und da war kein Netzteil im Lieferumfang und viele Leute haben ein Netzteil genommen, was das Gerät überfordert hat und dann waren diese Geräte sehr schnell defekt. Es gibt viele Leute, die diese kleinen Kästen auch noch benutzen, da sehr zufrieden mit sind. Es gibt aber auch viele, die da wirklich Probleme hatten. Und hier, wie gesagt, ich habe ein sehr positives Feedback zu dem Gerät. Ich habe 2 Zuschauer, mit denen ich seit langem in Kontakt bin, die mir da geschrieben haben, dass sie da wirklich sehr zufrieden mit sind. Und für mich, was ich jetzt hier an einem Nachmittag beurteilen kann, und das ist immer auch der Stand, den ich in den Videos wiedergebe, ich habe hier einen Nachmittag mitgearbeitet und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. In diesem Sinne kann ich euch das empfehlen, wenn ihr ein altes WIX-Schweißgerät habt, könnt ihr das damit nutzen und könnt euer WIX-Schweißgerät upgraden. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, einfach mit dem Finger so zu spielen und damit zu spotten. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, habe ich auch schon viele Videos gemacht. Man hat halt nie die Wiederholgenauigkeit und wenn es so im absoluten Dünnblechbereich ist, wie dieses 0,8 mm Blech, dann wird das halt wirklich schwierig. Hier hat man wiederholgenaue Spots, einfach draufdrücken, dieser Spot läuft ab und das ist natürlich eine sehr schöne Lösung. Ist nicht nur eine Spielerei, es ist auch wirklich eine praktische Anwendung. Selbst Einsteiger, Anfänger können hier sehr einfach, sehr, sehr schnelle Ergebnisse erzielen. Ich würde mal sagen, das, was ich hier mache, das kann wirklich jeder, weil es absolut kein Hexenwerk ist. Abschließend noch ein paar ganz wichtige allgemeine Tipps zum Spotten. Wenn man einen Luftspalt hat, funktioniert das Ganze natürlich nicht ohne Zusatz. Dann kann man aber wie in dem Beispiel hier sich ganz einfach einen Zusatz dahin halten und kann damit auch einen kleinen Spalt problemlos überbrücken. Dann habe ich immer gesagt, das kann wirklich jeder und damit kann jeder schnell tolle Ergebnisse erzielen. Da sagen viele Leute von wegen, das stimmt nicht, ich kriege das nicht hin. Und wenn man sich dann mal anguckt, was sie machen, dann weiß man natürlich auch schnell, woran das Ganze liegt. Wichtigster Punkt ist hier wirklich, dass man einen sehr, sehr geringen Abstand hat und dass man wirklich auch an der Stelle ist, wo man hier spottet. Das ist nicht nachgearbeitet, das ist wirklich nach dem Spotten so. Ich habe hier immer einen sehr geringen Abstand, lege gerne auch die Düse auf bzw. gehe vorher an das Werkstück ran, hole mir den Abstand und gehe dann 1 bis 2 mm hoch und bin auch wirklich an der Stelle, wo ich spotten will. Und dann drücke ich auf meinen Taster und dann läuft dieser Punkt ab. Das ist wirklich das A und O und das muss man natürlich hinkriegen. Wenn man das nicht hinkriegt von wegen, dann wird es natürlich schwer. Wenn man 1/2 Meter daneben ist, dann kann man natürlich an der Stelle keinen richtig schönen Punkt erwarten. Das muss ich immer sagen. Aber an sich, mit diesem Gerät ist es möglich, dass man ein älteres Schweißgerät auf eine moderne Spot-Funktion umrüstet, das innerhalb von wenigen Sekunden auch ohne Probleme mit irgendeiner Garantie natürlich und die Möglichkeiten sind hier gigantisch und was ich versucht habe, das hat wirklich toll funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß mit euren Spot-Funktionen. Ich kriege da immer so viele Videos von Leuten, die da irgendwas mitmachen und so begeistert sind und natürlich auch immer extrem viele Anfragen und darum habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mir dieses Gerät hier nochmal bestelle und dass ich für euch dafür ein schönes Video mache. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.